Was geht, Leute? Hier ist Maschine auf Marsch GameCV und wir spielen mal weiter The Witcher 3 Wild Hunt, natürlich. Und wir gehen jetzt mit Triss irgendwo hin, keine Ahnung, wo. Wir gucken mal. Gute Zauberin. Komm uns wieder besuchen, ne? Und ich freue mich, dass ich Triss jetzt willkommen zum ersten Mal in diesem Spiel getroffen habe. So, wir können mal ein bisschen schneller laufen. Und wir haben jetzt neue Rüstung. Die ist ganz nice. Oh. Schön wie immer. Wie schade, dass du gehst. Keine Sorge, ich bin bald zurück. Tja. Sehr spannender Dialog zwischen den beiden. Wie romantisch. Angelegenheiten in Novigrad? Wichtig wird der Sache nicht gerecht. Ich suche jemanden. Wen genau? Eine junge Frau, die für mich wie eine Tochter ist. Sie? Hier? Nein, unmöglich. Sie war hier. Dafür gibt es Zeugen und Beweise. Ich hatte gehofft, dass du etwas weißt. Du bist schon eine Weile hier. Du musst mir helfen, etwas zu finden. Irgendwas, eine Spur. Natürlich, ich tue, was ich kann. Wer könnte nur mehr wissen? Das ist die Frage natürlich, Triss. Führe uns jetzt mal, Triss, weil es wird langsam irgendwie langweilig. Es ist eine materielle Welt und ich bin ein materielles. Aber natürlich mit dir, Triss, gehe ich ja überall. Okay, ich lasse das jetzt bitte. Ich lasse das jetzt. Was ist jetzt hier los? Hallo, Sprit. Hast du die Zutaten für den magischen Duft bekommen? Magischen ja, Duft. Mit einigen Schwierigkeiten, könnte man sagen. Ich war mit einem Sack voller Schätze für dich am Kanal unterwegs. Da sah ich drei Tempelwachen auf mich zukommen. Komm zur Sache, Sprit. Keine Zeit für eine deiner langen Geschichten heute. Warte. Ein Sack voller magischer Zutaten? Und die Wachen kamen direkt auf mich zu? Ich bin kein Feigling, aber da brach mir der Schweiß aus. Mir blieb keine Wahl. Ich warf den Sack ins Wasser. Als sie mich befragten, sagte ich, es wäre eine tote Katze drin gewesen. Sehr schlau. Oh Mann. Ich brauche die Sachen, Sprit. Ich stehe unter Vertrag. Sie liegen im Kanalbett. Zum Glück waren sie schwer genug, um zu sinken. Du findest sie bestimmt, wenn du suchst. Aha. Ich soll dich bezahlen und dann in diesem eiskalten Dreck nach meinen Sachen tauchen? Ha, ha, da ist der Ritter im Spiel, Bitch. Oh ja, ich hole sie für dich, meine liebe Triss. Das kann ich machen. Wo hast du sie reingeworfen? Wie sie geguckt hat. Oh, mein Ritter. Solche Ergebnisse habe ich nicht erwartet. Ich wollte mich sowieso erfrischen. Ja, Mann. Halt! Hört ihr? Sie kommen uns holen. Der Idiot hat dicht gehalten, bis ich ihm die Fersen durchbohrt habe. Jeder hat seine wunden Punkte. Ich hab mal einen Magier verhört, dem konnte Schmerz nichts anhaben. Fingernägel rausreißen, Eier zermalmen, nicht. Oh ja. Alter, scheiße. Das ist aber ein harter Typ, ey. Ihm einen Käfer auf den Bauch. Der Titan, kann man so sagen. Der Magier wurde fast irre. Wir haben noch mal Glück gehabt. Aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Die Falltür ist im Boden. Pass auf dich auf, Sprit. Na gut, Triss. Keller, hier. Öffnen. Und lass uns mal rein in den Keller. Oh, da ist doch keiner außer uns beiden, Triss. Okay. So, was ist denn hier? Ganz spannende Sachen. Haben wir... Oh. Oh, shit, Alter. Er trug, ne? Ah, das ist natürlich nicht so schön. So, wir zeigen jetzt... Also, du nimmst kein Leben von ihm. Alter Schwede, er ist ja hart. Zack, zack, zack. Alter, scheiße, Alter. Wie schön. Ah, verbrenne, Bitch. Ja, nix da. Hä? Oh, war nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Ach du Scheiße. Sehr lecker.
Das Blöd sieht auch sehr nice aus. So, was haben wir denn hier? Es zieht. Da muss ein Ausgang sein. Sonst hätte es früher. Lass uns mal gucken, was das für Hosen sind. Die sind viel schwächer. Sonst ist hier noch was gut? Eigentlich nicht. Na gut. Der Wand sein, der die Geheimpassage öffnet. Ja. Ah, hier ist was. Interessant. Und da ist noch was. Noch interessanter. Der Name hat mal was bedeutet. Darum sind ja nach dem Massaker von Lochmullen so viele Magier hierher gekommen. Dachten, sie wären hier sicher vor Radovids Schirm. Dachten. Stattdessen geraten sie vom Regen in die Traufe. Aber Novigrad hat enorme Geldvorräte. Und man braucht dreierlei, um einen Krieg zu gewinnen. Geld, Geld und Geld. Darum rotten sie die Magier aus und konfiszieren ihren Besitz. Und als nächstes sind die Anderlinge dran. Die Elfen hausen in Elendsvierteln. Aber die Zwerge kontrollieren praktisch... Aha, praktisch, ja. Ich verstehe, ich verstehe. Der Dialog war noch nicht zu Ende. Oh, Scheiße. Wenn nicht... Der arme Kerl ist vergesslich, seit Menge ihn verhört hat. An Verfolgungswahn scheint er auch zu leiden. Der Sack muss seewärts getrieben sein. Ich schwimme zum Hafen. Kommst du rein? Vielleicht ein andermal. Du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist voller stinkender Öle. Das ist gut für den Tag. Oh yeah. Klar, natürlich. Wer auch denn anders. Dann tauchen wir mal unter. Lass uns mal Hexersinn anmachen. Da sehe ich schon mal die Sachen. Und lass uns mal die Triss zeigen, wie... Was für ein Ritter wir sind. Vielleicht gibt es nachher ein Happy End. Was höchstwahrscheinlich ich sehr glaube. Aber wir müssen erstmal uns beweisen. So, haben wir noch was hier? Naja, da nichts. Aber da haben wir was. So, schnell, schnell da. Und da haben wir die nächste Truhe. Was ist da drin? Oh, ganz viele Sachen. Wir gucken die mal später. Und wir, ja, wir geben jetzt Dresd, dieses Paket. Und gucken wir mal, was weiter passiert. So. Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden? Ich habe ein paar Fische gefunden. Einen rostigen Anker, ein Bootswrack. Oh, und das hier. Mein Paket. Hoffentlich ist es nicht mein Paket. Du bist ein Für dich alles. Du bist wohl ganz in deinem Element. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze? Komm schon. 6 Monate sind nicht viel Zeit. Und ich bin nicht senil. Leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Gut. Das dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen. Jemand hat mich ausgenutzt? Ich zum Beispiel. Ich hab doch nicht mal angedeutet. Wir müssen uns beeilen. Okay. Alles klar. Also ich glaube, der Gerard hatte nichts dagegen. Also nur zur Info, ja. Ich bin hungrig. Triss und Geralt im zweiten Teil, in den zweiten Teil von The Witcher. Einen Gruß, Zauberin. Haben sie sowas von gefickt wie sonst was. Okay, wir gucken jetzt. Jemanden mitbringst. Gibt's ein Problem, du Wichser? Ist das ein Problem? Beim ewigen Feuer, nein. Ja. Ich bin nur überrascht. Gut für dich, mein Freund. Gemeinsam erledigt ihr sicher alles doppelt so schnell. Ihr seht wie echte Experten aus. Tja. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Triss, na gut. Du und Brandon hier. Habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon und Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. Aha. Okay, dann nehmen wir die Hälfte. Du als Kaufmann weißt, wie man Geschäfte macht. Natürlich. Ehrlicher Lohn für ehrliche Arbeit. Die Hälfte im Voraus, die Hälfte danach. Du verlangst recht viel. Ich bin ein Hexer. Ich habe genügend Leute getroffen, die vorher das eine und hinterher das andere behaupteten. Hm, also schön. Die erste Rate.
Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Tres. Mensch, ich liebe deine Haare. So, und dann gehen wir mal da rein, was wir da wohl alles machen müssen. Rattenfälle, okay. Ich übernehme die Hälfte, du die andere. Na gut. Such nach Anzeichen von Rattenaktivitäten. Die Sache ist, dass ich zwar Manticore-Aktivitäten erkennen kann, aber Rattenaktivitäten... Geralt, wir wären beide lieber woanders. Ich säße jetzt gern in einer königlichen Beratung. Aber mein König wurde getötet. Such nach Spalten und nach Code. So ist das leider. Was, wenn wir das Duftzeug platziert haben? Dann wirke ich einen Zauber und die Ratten verschwinden. Kannst du das nicht auch ohne Duftzeug machen? Ich habe gar keine Lust, nach Rattenscheiße zu suchen. Hör auf zu jammern. Na gut, hier sehen wir schon mal das Erste. Sieht vielversprechend aus. Der Kerl gefällt mir nicht. Brandon? Mir auch nicht. Er ist viel zu fett. Das stimmt zwar, aber ist dir aufgefallen, dass er gar nicht gefeilscht hat? Er will die Ratten wohl dringend loswerden. Triss, er ist Händler. Er lebt vom Feilschen. Würde ich mich um sowas sorgen, würde ich in dieser Stadt verhungern. Ja, das ist Novigrad, ne? Da passiert vieles. Was haben wir denn hier noch was? Ich glaube, da war was. Und lass uns sehen. Ach ja. So, dann haben wir alles. Dann... Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Dann sollte es klappen jetzt. Also... denke ich zumindest. Jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen und... versöhnlich? Gut, dass es zwischen uns keine Spannungen gibt. Bist du das oder bist du nur so? Lass uns das nehmen. Ich kannte mal einen, der auf alles mit Spott reagierte. Besonders auf Unglück. Gesunde Einstellung. Muss alt geworden sein. Eines Tages verlor er im Kampf beide Beine. Er zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie ihn nie mehr schmerzen würden. Ich verstehe ihn sehr gut. Ich weiß, aber er hat sich in die Tasche gelogen. Ich glaube, er hatte einfach keine Wahl. Jeder lügt dann und wann. Aber sich selbst zu belügen, ist wie weglaufen, ohne eine Zuflucht zu haben. Manchmal ist Flucht die einzige Möglichkeit zu vergessen. Vielleicht hat dein Freund um seine Beine getrauert, aber davon sind ihm keine neuen gewachsen. Und? Wie geht es jetzt? Okay. Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's, Jen? Das weiß ich noch nicht. Tja. Willst du was bestimmen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Ach so. Ah, wie romantisch. Die alle Ratten laufen jetzt weg. Und dann wird es auf jeden Fall gemütlicher. Aha. Und wer ist... ach so, der. Sieh an, sieh an. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... ich weiß, wer die daram, daram. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Ach ja. Hallo, Geralt. Oh, das hat mir gleich nicht gefallen. Sagen wir, deine Freunde waren nie hier. Jetzt zahl den Rest und wir trennen uns friedlich. Das hast du nicht zu bestimmen, Mutant. Halt dich da raus. Wir sind wegen der Hexe hier.
Wir sind unzertrennlich. Ihr müsst uns wohl beide mitnehmen. Tja. Geralt. Wenn du meinst. Gut, wir haben es besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber denkt dran, ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorgt dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Ihr beide nicht lebend rauskommen, mein Freund. Ich glaube, du musst dann das Doppelte zahlen. Fehler. What the fuck? Wow. Zack, zack. Okay. Oh shit. Er hat ihn umgebracht. What the fuck? Okay. Der nächste ist platt. Und der ist auch schon tot. Tja. Mhm. Und was jetzt, mein Freund? Töte mich nicht! Guter Herr, bitte! Sie haben mich gezwungen! Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es Ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Tja. Verschone mich, guter Mann! Sei nicht wie diese Mörder! Halt den Mund! Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Euer Geld. Und jetzt zisch ab. Zisch ab. Danke, Geralt. Ah, kein Problem, Ciri. Du solltest dir einen besseren Umgang suchen. Er war immer noch besser als manch ein Magier. Weißt du, ich hab nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinthili. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens De Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. Tja, dann, oh, ja, natürlich, schön, dich wiederzusehen. War schön, dich wiederzusehen. Fand ich auch, Geralt. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Komm mal vorbei. Ja, aber natürlich. Ich freue mich. Alles klar. Bis dann. Bis dann. So, Corinthili. Corinthili oder sowas halt. Okay, gut. Ja, Quest abgeschlossen. Dann würde ich mal sagen, ich wollte gerne auf jeden Fall was Besseres kaufen. Deswegen meditieren wir mal ganz wenig kurz. Und da sollte schon der Schmied da sein. Ja, genau. Das muss ich tun. Waffenschmied. Und, gucken wir mal, was er für Sachen hat. Soll ich dir was schärfen, oder? Na, schärfen musst du ja nicht. Habe ich gegen ihn schon Gewind gespielt? Ich glaube nicht, oder? Habe ich nicht. Lass uns gegen ihn spielen. Aber ich glaube, das habe ich noch ich will nicht gemacht. Aha. Aber ich glaube, kann sein, dass ich gegen ihn gespielt habe. Aber wir spielen einfach mal eine Runde. So, was haben wir denn alles? Oh ja, sehr gute Karten. Dann nehmen wir mal die weg. Oh. Na gut, ist es nicht schlecht. So, dann fangen wir mal. Ne, dein Gegner fängt an. Oh, Einschüchterer. Dann nehmen wir mal Siegfried von Deneste. Oder Denesle. Oh. Okay, ein bisschen zu früh, aber naja, mich juckt's nicht. Ach, Stannis. Aha. Und wir nehmen nochmal... Oh. So ein Wichser. Na gut, dann nehmen wir mal Dijkstra. Bitteschön, Dijkstra. Oh, shitty shit. Ah, Penner. Ah, da hat er auch zwei Karten mehr jetzt. Was nehmen wir jetzt?
Lass uns mal die klirrende Kälte nehmen. So, dann ist 4 gegen 2. 4 zu 2. Okay, dann nehmen wir mal Schiletten Tankerwil. Das sollte jetzt gut klappen. Und passen. Und gewonnen. Ah, natürlich. Aber wir kriegen eine zusätzliche Karte, die eigentlich nicht so geil ist. Aber vielleicht wird doch passen. So. Wir werden jetzt sofort raushauen. Oh. Oh oh. Oh shit, Alter. 4 Karten auf einmal. Okay, das ist echt dreist auf einmal. So. 16 Punkte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber gleich wird es noch besser. Ach du meine Fresse. Wow. Okay. Aber jetzt kommt das hier. Enge Bindung. 12, 36 ist nicht schlecht. Unhold. Okay. Dann nehmen wir mal Tribok. Die hat eh nur 2 Karten. Also er. Ah, aber hat viele Punkte. Aber sollte klappen. Aber der führt ja immer noch. Oh shit! Oh motherfucking shit. Oh motherfucking shit. Alter, hat er mich gefickt. Aber nichtsdestotrotz, wir passen jetzt mal. Na gut. Ist halt so. Passiert. Oh. Ja, er hat nur eine Karte. Von daher nehmen wir mal die Karte. Und wir haben so gut wie gewonnen. Booyah! Okay. Jetzt hatte ich Kronen. Und wir gucken jetzt mal, was du für Waffen hast. Soll ich dir was schärfen? Hafka Heiler, okay. Ja, ich möchte, dass du... Ah, erstmal die Ware ansehen. Was hast du im Angebot? Vielleicht gibt es was Interessantes. Oh. Ganz viele Sachen. Oh shit. 84, okay. Aha. Oho. Oioioi. Silberschwert. Damn it. Gibt es noch was Besseres? Aber so ein Silberschwert zu nehmen. Ja, wir kaufen ihn mal. Oh. Können wir nicht. Scheiße. Dann lass uns mal ein paar Sachen verkaufen. Ja. Oh, ja. Was habe ich denn verkauft jetzt gerade? Nicht, dass ich jetzt irgendwie verkackt habe. Klinge. Oh, okay. Ja, gut. Wir haben jetzt genug Geld, um gute Waffe zu kaufen. Dann kaufen wir mal Gwennel. Na, sehr gut. Sonst noch was? Oh, eigentlich nicht. Aber vielleicht noch eine Stallwaffe wäre mal nicht schlecht, aber nur plus 7. Das ist nicht so überragend. Aber, oha, 2670 kostet das sonst. Ach du Scheiße. Na gut. Bis da, wir haben jetzt gut... Oh, ich bin jetzt hier drin. Wir haben gutes Schwert gekauft. Den werden wir sofort aufsetzen. Nice. So, jetzt sollte viel einfacher werden. Aber wir gehen jetzt mal zu anderen Schmieden. Vielleicht gibt es dort noch was Interessantes. Wer weiß. Lass... Oh, ja, schön. Aber das ist nicht da. Dann machen wir wieder Meditation. Am besten ganzen Tag. So. Und da ist er. Ha, it's magic. Erstklassige Schwerter. Mhm.
zeig mal, was du. Ja, schön. Was hast du denn alles? Nichts Spannendes eigentlich. Aha. Plus 1, aber sonst. Ja, nur plus 1. Das lohnt sich gar nicht. Okay, auf Wiedersehen. Bis dann. So, dann würde ich mal sagen, wir gucken jetzt mal kurz auf die Quest. Träumen in Novigrad. Stufe 7. Aha. Die Fäuste im Wellen. Ein Verteidiger des Glaubens. Ah, das könnten wir auch mal machen. Ah, die lustige Witwe. Sprich mit dem Totengräber. Huh. Das könnten wir mal nächstes Mal machen. Aber das in der nächsten Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Vielen Dank, dass ihr angeschaut habt. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein. Booyah!